What's up, people? I'm finally back. I hope you're fine and you don't have the coronavirus, because things right now are getting very serious. And there's just one thing. Das Virus auf Deutsch. Finally, nach 3 Monaten habe ich es geschafft, mich hier wieder vor der Kamera zu versammeln. Heute wird ein Thema angeschlagen, das unbedingt besprochen werden muss. Es sind so viele Sachen abgegangen in letzter Zeit. Nach der IAA, die größte Automesse, nämlich der Genfer Autosalon, musste abgesagt werden wegen dem Coronavirus. Und da wurden ganz viele Sachen neu vorgestellt. Ganz viele Neuwagen, ganz neue Autos, Konzepte. Aber über die werden wir heute tatsächlich nicht reden. Es wird nämlich um ein Auto gehen, dass es hier in Europa gar nicht auf dem Markt gibt. Nämlich ist das der Hyundai Creta iX25. Ich kann schon mal sagen, dass der Name schöner klingt als das Auto selbst. Eigentlich voll witzig. Als ich die ersten Bilder von dem Auto gesehen habe, dann habe ich die Bilder direkt meinem besten Freund geschickt, weil ich einfach seine Reaktion dazu wissen musste. Weil ich war einfach komplett in ziemlichen Gedankenströmungen, was ich eigentlich davon halten soll. Also, take a look. Wow. Also, wo soll man da anfangen? Unerwartet, würde ich sagen. Sehr exzentrisch. Als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, also es sah für mich aus wie ein Ungeziefer. Keine Kakerlake, aber vielleicht so eine Ameise. I don't know. Ein bisschen kritisch das Ganze. Dieses Auto überfordert mich noch mehr als der Urus. Ich weiß auch gar nicht, das ist irgendwie in so einem Autohaus. Ich kann auch nicht entziffern, was auf diesem Kennzeichen da steht. Aber lass uns schrittweise vorgehen. Das wird harte Arbeit sein. Hier ist nochmal ein Bild von vorne. Also ich finde hier erst recht, es sieht einfach aus wie so ein Tier. Der Kühlergrill wirkt zu groß. Das passt nicht in die Klassifizierung, weil das Auto ist schon eher ein Mini-SUV. Und da passt der Kühlergrill einfach gar nicht zu der Scheinwerferform. Das hätte ich ein bisschen besser angepasst. Und jetzt zur Scheinwerferform. This shape though. Was soll mir das sagen? Es bildet für mich keine Einheit. Nein! Also zunächst einmal haben wir hier diese Brocken. Und dann ist hier nochmal so eine... Ja, so ein kleines Stück. Hier sieht man das nochmal besser mit der Lichtsignatur, was sich Hyundai eigentlich darunter vorgestellt hat. Ich finde, wenn man das Auto bei Nacht sieht, dann sieht das cool aus. Ja, also das fällt auf jeden Fall auf. Anyways, so, wenn man das so sieht, denkt man sich so erstmal, okay. Denied. Ich weiß auch nicht, ich kann es nicht richtig einordnen, es ist sehr confusing. Aber Leute, falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, wie es aussieht, wenn John Cena gegen ein Auto tretet, das sieht dann ungefähr so aus. Hell no! Das tut dann auch schon mal weh. Diese Heckpartie, no. Wisst ihr, die Front ist schon total kryptisch. Ich weiß nicht, was das aussagen soll. Ich kann damit schon nichts anfangen und jetzt auch noch das Heck. Goodness, das sieht wirklich aus wie ein Unfall. Ihr könnt ja abstimmen, lieber ein Unfall oder ein Insekt. Irgendwie, mir gefallen diese Rückscheinwerfer einfach nicht. Also auf Rot sieht man es jetzt nicht so gut, aber ich hatte dann noch andere Bilder, die ich euch zeigen werde. Bei einer anderen Chassisfarbe, da erkennt man das besser. An sich ist das Auto nicht wirklich was Besonderes, hätte es einfach diese Vorder- und Rückscheinwerfer nicht, die so abstrakt und herausstechend designt wurden. Also man muss echt sagen, das Auto würde in der Masse echt auffallen, dadurch eben. Aber ob das schön ist, ist wiederum eine andere Frage. Ich bin noch nicht davon überzeugt. Wir werden sehen, wie die anderen Bilder aussehen. Auf jeden Fall dieses Blade, die von der C-Säule bis zur A-Säule ragt, interessant. Machen jetzt nicht so viele, so wie es Hyundai hier gemacht hat. Eigentlich bin ich auch immer der Überzeugung, dass Hyundai und Kia wirklich viele Designelemente von anderen Marken kopieren und in ihre Modelle integrieren. Jetzt bin ich aufgeflogen. Hier sieht man es nochmal in Silber, oder das ist so ein Grauton. Whatever. Es wirkt halt einfach, wenn man es so sieht, größer. Ich finde diese Heckpartie lässt das Auto viel größer erscheinen, als es eigentlich ist. Also man könnte einfach diese Lichtsignatur und dieses Heck
bei einem Mittelklasse-SUV schon mindestens anwenden, ja, wenn nicht auch Oberklasse. Aber für einen Kleinwagen wirkt das wirklich verwirrend. But anyways, also wenn das wirklich so der Taste in Indien und Asien, Südamerika meine ich auch, ist, wo das Auto eben auf den Markt kommen soll, dann bin ich echt impressed, weil ich weiß nicht, wie das in Europa ankommen würde. Also Hyundai hat schon natürlich ein beliebtes Maß hier in Europa gewonnen, aber das ist schon, das ist nicht mehr Nissan Juke. Das ist jetzt eine ganz neue Ära. Genau, hier sieht man nochmal die Leuchtsignatur. Also da finde ich die von der Front tatsächlich ein bisschen interessanter. Ich weiß nicht, es wirkt halt nicht mal futuristisch, finde ich. Ich kann da nicht so relaten irgendwie. Hier steht auch nochmal EX25, also ich weiß nicht. In Brasilien kommt der Hyundai als Creta auf den Markt und in Asien als EX25. Never mind, ich will keine Fake News verbreiten. Was hingegen ganz anders aussieht als das Exterieur, ist das Interieur. Also da sieht das Auto wieder so aus, als hätte es nichts mit dem Exterieur zu tun. What the hell? Das sieht nämlich wieder so aus wie von einer noblen Oberklasse. Mir gefällt die Farbe. Ich liebe einfach dieses weiße Creme. Und dieses Display, what the hell? Wie groß ist das eigentlich? Keine Ahnung, es sieht einfach viel feiner aus. Gar nicht basic, gar nicht irgendwie absurd oder herumgebastelt. Ja, also es hat wirklich eine Struktur. Und die Dinge sind da, wo sie hingehören. Auch diese schwarzen Akzente, also ich finde, das sieht aus wie Klavierlack, bin ich mir jetzt unsicher. Das ist einfach, das bildet einfach einen schönen Kontrast mit dem Weiß und das wurde einfach super gewählt in dem Fall. Und ansonsten lässt sich hier nicht beklagen, also meines Erachtens nach, finde ich das ein sehr fein abgestimmtes Interieur. Nochmal ein näheres Bild. Ich muss noch die ganzen Seiten markieren wegen Copyright. Genau, das Display erinnert mich ein bisschen an Renault vom Prinzip, aber da haben ja jetzt viele kopiert, ja, kann ja keiner was sagen. Tesla hat ja auch als erstes so ziemlich damit angefangen und ja, jetzt bei Hyundai in einem Kleinwagen. Und wenn man bedenkt, dass das Auto in Subkontinenten, Submärkten vertreten sein wird, dort verkauft wird, sieht das ziemlich edel aus. Ja, also sowas könnte auch auf den europäischen Markt mithalten, rein vom optischen her. Ich saß da jetzt nicht drin und habe jetzt die ganzen Infotainments und Assistenzsysteme ausprobiert oder die ganzen Feature, die das Auto hat. Aber so rein vom visuellen Betrachten wirkt das sehr fein und hochwertig, vor allem für ein Mini-SUV. Was kann man jetzt daraus schließen? Ich kann euch ja mal sagen, wie der Hyundai Creta davor ausgesehen hat. Die erste Generation des Cretas sah so aus. Also allgemein ein viel bulligeres, strukturierteres Auftreten. Man konnte einfach direkt analytisch was damit anfangen. Für mich wirkt das Auto, das Modell, sympathischer als das, was wir heute gesehen haben. Das Auto wird polarisieren auf den Straßen Indiens, Chinas, Brasiliens. Es ist einfach wirklich herausstechend. Ob man es mag oder nicht, das ist halt eben die Frage, aber das ist es nun bei jedem Auto. Nur bei diesem Auto ist es halt ein bisschen krasser. Ich persönlich bin jetzt kein Fan davon. Shade must have been, sorry. Aber dafür bin ich eben hier. Ich analysiere es und es ist halt einfach, ja, es spaltet sehr die Meinungen. Also vielleicht in Europa wird es wirklich so sein, die Gründe haben, weil der Geschmack hier halt wirklich anders ist bei Autos. Es wird halt die Gründe haben, warum Hyundai das Auto nicht hier auf den Markt bringt. Motorisierung kann auch sein oder allgemein, weil bei uns wird zum Beispiel der Kona vertrieben, den ich jetzt auch nicht so, ne? Aber ja, ich meine, man könnte es trotzdem versuchen, der Juke von Nissan hatte auch Erfolg, ne? Also sag mir mal bitte, wie oft ihr den auf der Straße gesehen habt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wenn hier einer sagt, ja, ich finde das Auto wirklich cool, mir gefällt es, dann go for it, also wirklich. Ich bin auf jeden Fall bei allem dabei, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil das ist wirklich nochmal eine Schippe drauf vom Urus. Dann habe ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mir auch wirklich vorgenommen, das Video nicht mehr so lang zu machen wie beim Urus, weil 18 Minuten, gut. Kann man machen, muss man nicht. Whatever, doesn't matter.
Nächstes Video, ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist, I don't know, kann ich nicht vorhersehen. Ich werde gucken, wie die Resonanz ist. Ja, wir werden uns hoffentlich in naher Zukunft wiedersehen. Vielleicht auch weniger als 3 Monate. You'll never know. Always being optimistic. Bye.